Nein! Das Motiv hinter diesem Werk lautet Tod, aber das habt ihr ja bereits gemerkt. Ja, alle beide. Nee, eigentlich sollte auf die Seite auch Sprungzeug, aber ich hatte sowieso nicht genug Wogen, wollte ich sagen. Hä? Wo? Wie? Was? Ach so. Keine Ahnung. Ah doch, warte, mach das nochmal weg. Ja! Oh Gott. Darf ich jetzt? Nein. Was? Warte noch einen Moment. Ja. Noch ein bisschen. Komm, bisschen höher. Ah ja, so ist gut. Jetzt darfst du wieder. Okay. Jetzt mache ich so und so. Und jetzt. Wo ist das Gelbe? Da unten? Haben wir welches hier die Möglichkeit? Gelbe? Nee, das ist falsch. Ups. Ich habe das schon in deinem Singleplayer immer faszinierend gefunden, wie du es immer geschafft hast, das falsche Portal zu platzieren. Ach so, und jetzt. Tatsache. Tja. Ja. Warte. Super, komm noch mal. Einige der nächsten Exponate haben aktuelle Relevanz. Aber bis du dort ankommst, werden sie eher historische Bedeutung haben. Da hinten ist alles voll gemanscht. Du hast da hinten alles voll gemanscht. Ja, mach doch nix. Ja, ich fand's auch sehr lustig. Ah, bist du farbenblind. Was macht ihr denn noch hier? Oh, die Demontage ist defekt. Nein, mach uns nicht kein kaputt! Kein Grund zur Sorge. In gewisser, wenn auch für euch unverständlicher Weise, ist es sogar lustig. Ha. Also haltet euch bereit. Ich öffne jetzt den Kontrollschacht. Nein! Schade. Ich hab gedacht, wir explodieren. Ach ja. Irgendwie das Piepen stört mich immer zwischendrin. Das klingt immer, als geht wirklich alles kaputt. Ja, als würde sie irgendwelche Tasten drücken, obwohl sie keine Tasten drücken braucht, weil sie eine KI ist. Aber naja. Du hast eine Antenne am Rücken. Cool, oder? Unter jeder Demontagestation ist ein Schalterraum. Findet ihn und schaltet den Strom ein. Ich wollte euch das ja schonend beibringen mit all dem utopischen Kunstmüll. Aber sie hat es nicht zugelassen. Hört mir jetzt genau zu, wir sind nicht 100.000 Jahre in der Zukunft. Ha! Das war gelogen. Ich wusste es. 50.000 Jahre. Nein, stimmt auch nicht. Ich lüge, wenn ich nervös bin. Es ist nur eine Woche. Nächste logische Frage, warum bin ich nervös? Bin ich gar nicht. Noch eine Lüge. Wir stecken in Schwierigkeiten. Eine Woche später, jede Menge Schwierigkeiten und ihr müsst unbedingt die Demontageeinheiten wieder in Gang bringen. Ja, machen wir dann mal. Würde ich sagen, ne? Mal ebenso. Hast du jetzt verstanden, was sie von dir will? Also außer, dass wir die Demontagehalle wieder in Gang bringen. Ja, wir haben eine Woche, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben und nicht 100.000 Jahre und wir haben Probleme. Schaltet den Strom ein. Beeilung. Wir müssen euer Training beginnen, bevor etwas anderes passiert. Oh Mann. Unser Training? Gut, die Demontageeinheiten sind repariert. Stimmt, ich kann da nicht rein. Sind nicht mehr ganz so kaputt. Da ist einer am Ende dieses unvollständigen Testbereichs. Ich komme hier nicht raus. Ich kann da nicht rein, das ist nicht blau, nicht orange. Komm rein. Los, spring, das los. Doch. Oh. Ich bin tatsächlich auf der richtigen Seite gewesen, wow. Ich liebe weißes Gel. Oh je. Yeah. Gibt wieder eine Sauerei. Können wir hier rüberlaufen? Ich komme da nicht hoch. Vielleicht gehe ich einfach durch mein Portal. Nee, das wäre zu einfach. Aber ich bin schon drüben. Nee, aber das wäre zu einfach. Gibt's weiße Companion Cubes? Ach, das ist kein Companion Cube mehr. Das ist nur ein normaler Kube. Kann ich ihn trotzdem weiß machen? Nein. Dann mache ich den Rest weiß. Ja, top dich aus.
Wo ist der Ausgang? Da hinten. Da oben? Oh. Was? Das ist ein Ausgang? Da ist zumindest eine Tür. Können wir nicht einfach da hoch? Das sieht auch nach einer Tür. Okay, wir müssen da sind Turrets. Ach, da kann ich kein Portal hinschießen, obwohl ich es weiß mache? Hä? Du hast meine Grütze kaputt gemacht. Ja, ich muss ja die... Du triffst sie aber nicht. Nee, ist zu weit weg. Boah. Was machst du denn? Ja, irgendwie, da kannst du kein Portal dran schießen, oder? Da aber. Wo? An dem Rand da. Da muss nur mehr weißes Zeug dran. Guck. Ah, okay. Nope. Noch mehr, noch höher, noch mehr, noch höher. Geht nicht, ne? Was machen wir mit diesem Cube da? Warte, das bei dir auch? Ui. Also meine Vermutung ist ja, dass wir da oben hin müssen. Wo? Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich will da hin. Ja, aber du kommst da nicht hin. Ja, aber ich will auch mal. Wo bist du? Ich hab dich verloren. Oh. Wir müssen da hoch. Ja, deswegen versuche ich das ja. Ja, aber ich hatte es doch fast. Ich hatte es eher. Du bist noch nicht mal ansatzweise da oben. Nein, aber ich kann jetzt hier dieses Dingens hier machen. Weißt du, dieses Hochschaukeln, kennst du? Nö. Was willst du machen? Beide Seiten weiß, bis man da oben irgendwas weiß machen kann. Ja, das wollte ich hier auch machen. Ja, aber das wollte ich doch schon hier machen. Wo bist du denn? Was machst du? Hä, jetzt hörst du hier alles weiß, okay? Hä, und wo gehst du da dann hoch? Weiß ich noch nicht. Nein, aber dann kann man ja hier den Boden zum Beispiel auch noch voll mühlen. Guck, sieht doch super schön aus. Bringt es da noch was? Sehen wir noch. Würde ich sagen. Was? Sehen wir noch. Ja, aber jetzt müsste man doch theoretisch irgendwo runterspringen können und dann irgendwie zum Beispiel da oben drauf landen. Nee. Ach, ist noch nicht hoch genug. Hm, ich weiß nicht. Hast du was gefunden? Ja. Finde ich nicht Hallo. Nett. Nee. Bitte? Ah gut, das kann man da auch machen, stimmt. Schade, geht hier auch besser. Nope. Aber gibt's hier keinen Absprung? Doch, hier gibt es. Du hast es nur nicht... Oh. Ja, du hast es noch nicht weiß gemacht, weil da ein Abgrund ist. Okay. Ich war hier noch nicht... Oh. Da kannst du aber viel Schwung holen. Ja, bisschen. Ja, und jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir doch nicht hier hoch. Ja, mach mein Portal kaputt. Kann ich schon. Du kannst doch mal den Abgrund runterspringen, vielleicht. Wir müssen doch irgendwie bestimmt darüber weiße Grütze bekommen, oder? Ganz ehrlich. Ja, das wäre eigentlich das Einfachste, aber... Es scheitert an dem Einfachen darüber bringen, ne?
Ja, und was will dieser Cube hier? Weißt du, das verstehe ich nämlich auch nicht. Komm wieder hoch. Oh, guck mal. Komm wieder hoch. Weiß ich nicht, komm wieder hoch. Das habe ich schon mal probiert, ja. Da, kannst du da ein Portal entschießen? Eins höher. Komm mal hier zu mir. Wo soll ich das denn höher? Da wo das weiße Zeug gerade hinschießt. Ah ja, tatsächlich. Huch! Ah! Wow. Das funktioniert also. Funktioniert? Okay. Ja, ich glaube, von hier könnten wir das vielleicht schaffen. Ich will mal. Nee, ich will. Ja, dann holst du dir. Hä? Ach so. Falsch rum. Ja, da war auch immer so ein rotes im Weg, weißt du? Ich glaube, du musst erst den Boden. Du musst, glaube ich, hier vor. Ja. Ja, das versuche ich hier gerade. Und noch reicht's nicht. Da drüben brauchen wir den Würfel. Ja, dann geht den noch mal holen. Kannst du erst die Dinger da wegmachen? Ja! ja, vielleicht sollte ich das ein bisschen so. Einer ist weg. Ja, der Rest sollte jetzt auch gar kein Problem mehr sein. Wir brauchen aber den Würfel, ne? Wo war denn der? Ach hier. So. Ja, kannst du den rüberbringen? Warte, ich mach den Portal dahin. Sinnvoll, ja? Oh. So geht's natürlich auch. Hättest aber auch meins nehmen können. Ist doch egal. Wo ist denn deins? Oh oh. Oh Gott. Okay. Wo war denn deins? Ach, das da. Okay, ich hätte also wieder runtergemusst. Warum können wir nicht hier irgendwie einfach. Also, weißt du, wofür muss ich die Tür benutzen? Ach so, da hätten wir. Ja. Ich hab gerade überlegt, ob wir da hätten irgendwas weiß machen können, ohne irgendwie. Nein. Das ist irgendwie so sinnfrei, dieses Ding hier. Folgendes Problem. Irgendwo hier befindet sich ein altes Prototypgehäuse. Jemand hat es gefunden, sich damit verbunden und will jetzt meine Anlage übernehmen. Oh oh. Die ganze Woche habe ich versucht, einen dieser Menschen in eine Tötungsmaschine zu verwandeln. So eine wie, na, ihr wisst schon wer. Es ist erstaunlich, wie wenig so ein Mensch aushält und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Lange Rede, kurzer Sinn, alle Menschen sind tot. Damit hängt alles an euch zwei Matschbirnen. Toll. Sie hat also tatsächlich geschafft. Rein also Millionen von Menschen, damit sie eine Woche später tot hat? Ja, sie hat das quasi das gesamte Entwicklerteam von Portal 2 jetzt umgebracht. Hm. Und nur noch jetzt weißt zwei du, warum leben. Der Mod nicht mehr vom Portal 2 gemacht wurde. Oh gut, ich wusste nicht, ob die Remontage funktioniert. Toll! Die geheimnisvolle Frau im Prototypgehäuse hat eine Botschaft für uns. Sie hat keine Angst vor mir. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir testen weiter und beweisen so, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Egal wie tödlich diese Tests enden. Ah, oh, jemine. Was denn für eine Frau? Ja, irgendwer hat. Da oben kann man Portale schießen. Irgendwer hat sich ja reingehackt. Hat sie gesagt. Ah, schon wieder eine Frau, okay. Ja, es sind dauernd Frauen, die böse sind. Das stimmt, das. Nee, da kommt man nicht ran. Oder? Nicht von hier, nee. Komm, aber den Würfel kann man doch nehmen, oder? Wenn ich jetzt hier drücke und du da stehst? Oder auch nicht? Wäre auch sinnvoll, wenn du ihn fangen würdest. Au! Was hast du gesagt? Da ja, muss was? Der Laser hin! Da muss der Laser hin! Da. Aha, und wie soll ich den Laser da hinbekommen?
Ey, das wollte ich machen. Weiß ich. Och! Nee. Der dreht sich aber auch die ganze Zeit dabei. Musst du mitspringen? Au. Okay. Also, Ja. Was denn? Dann löst den Level halt ohne mich. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ich komme da aber auch nicht hoch. Ja, musst du ja auch nicht. Ja. Ja, bist immer noch nicht mitgesprungen. Du willst mich gar nicht hier oben haben, gib's zu. Nö, weil es bringt uns nix. Oh. was? Ah. Ah, ich habe jetzt die Lichtbrücke. Oder auch die. Toll, die hätte ich jetzt auch gehabt. Wieso? Weil da mein Portal schon saß, du Heini. Scheiße. Ja, aber hä, konntest du die da irgendwo platzieren? Ja, die geht doch nicht weg. Ach so, ja, hä, wie bist du denn jetzt da? Ach so, du bist jetzt da unten reingegangen, okay. Ja, was bringt das jetzt? Da hinten ist noch eine Fläche, ich kann da nur nicht hin. Und da unten ist auch noch irgendwas, glaube ich. Ja. Ich glaube, da musst du aber hingucken. Ich komme hier aber nicht raus. Wie wär's, wenn du durch mein Portal gehst? okay. Na gut. Au, 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 au. Ja, das klappt nicht, oder? Hm. Die große Frage ist jetzt, was fange ich damit an? Ist da irgendwo Boden? Ha! Oh Gott, tut mir leid! Das macht, fallt ihr geradewegs in ihre Hände. Technisch gesehen, oh, fallt Scheiße! Ihr in Säure, aber ihr wisst, was ich meine. Ich wollte gerade gucken, ob du da irgendwo runter kannst, aber. Da du gestorben bist, gehe ich davon aus, nicht. Wo bist denn du jetzt? Gut durchdacht. Magst du jetzt nicht mehr? Nee, das Problem ist, ich komme da nicht wieder rauf. Ach so. Wie hast du es jetzt dann geschafft? Ich bin nicht oben. Ich habe nur die Luftbrücke kaputt gemacht. Ja, eben. Ja, ich habe den Würfel nochmal angefordert, weil dann fällt er einfach weg und ist tot. Nee, was ich eigentlich überlegt hatte, ob du da quasi das Portal platzieren kannst. Also da, wo du es gerade gemacht hast, bevor ich dich umgebracht habe. Und dann irgendwo zurück kannst, um die Lichtbrücke hier zu holen. Ja, also du musst jetzt auch erstmal wieder hier runterkommen und den Würfel holen, ne? Ach so, Entschuldigung. Weil anders geht das nicht. Das hast du gut erkannt hier. Möchtest du das wieder machen? Ja, ich bin ja so gut darin. Nee. Du musst ihn auch nehmen. Ja, das war schlecht, glaube ich, oder? Ja. Nein! Cool. Bist du jetzt dahin gehen? Ja. Ja. Jetzt verstehe ich das auch. Hui. Mann, Mann, Mann. Nee, lauf. Ja, ich, Ah doch, hier kann man wieder zurück. Da ist sogar ein Pfeil nach unten. Jetzt ist nur die Frage. Ja, jetzt. Ich muss wieder da hoch, oder? Drück doch mal den. Nee, warte, wenn das Ding da ist, dann brauchen wir doch nur. Hol nochmal den Würfel. Warum bist du jetzt runtergesprungen? Weil du das Portal da oben hast. Hol nochmal den Würfel. Hättest du nicht den Würfel einfach da wegnehmen können? Nee, ich kann. Ja, doch. Ja, es ist spät. Okay, und los. Das stimmt. So. Das ist und jetzt kannst du dein gelbes ja hier hin machen.
Tatsache. Allerdings ist das ein kleines bisschen zu hoch. Ich sehe es. Ah, warte mal, bleib mal stehen. Nicht runterfallen. Jetzt weiß sie, jetzt dass kommt sie hier auch Boden. Keine Angst vor ihr haben. Das war nur eine Aufwärmübung. Der Ach eigentliche so. Plan lautet, ich verwandle euch in Tötungsmaschinen, damit ihr sie töten könnt. Moment. Ja, machen wir. Kein Problem. Ach ja, wir befinden uns übrigens schon in der dritten Folge jetzt in dieser Testkammer. Die schneide ich allerdings, weil ich nicht weiß, wie lange das insgesamt dauert. Wird man ja jetzt schon gemerkt haben, nach zwei Folgen, die einfach abgeschnitten sind am Ende. Das ist mir gar nicht aufgefallen, das wird schon wieder so lange mal drin sehen, wie aus Matschbirnen echte Tötungsmaschinen werden, Seite 70. Ja. Wie groß bist du, Testsubjekt? 1,45. Seit wann kann man Abfall so hoch stapeln? Moment, das ergibt keinen Sinn. Abfall wird durchschnittlich 2,30 Meter hochgestapelt und was? Ich weiß ich sogar. Was? Testsubjekt, deine Mutter ist so... Hm, das ist ja widerlich. Okay. Trainiere einfach weiter, während ich mir das hier ansehe. Au! Merke, da drin sind... Kannst du die grillen? Ich kann mich grillen. Wenn da ist ein Knopf. Also ich kann hier den Strom kann ich umdrehen, den Wirbelstrom. Au! Mach das denn? Bist du zu doof, darüber zu springen? Ja. Ich glaub's ja nicht. Da ist ein Loch. Ja, guck mal, das da oben können wir umdrehen. Hm, die Frage ist, kriegen wir die hier kaputt? Was ist da für ein Würfel drin? Eine Kugel. Achso, warte. Nee, wo? Nee, da. Keine Ahnung, ein Würfel? Ich befürchte, dass da vielleicht so ein Umlenkwürfel drin ist. Das heißt, wir müssen da irgendwie runter. Den Ach, Knopf den drücken. Fang. Und den Fang. Das heißt aber... dass der andere das Ding wieder umdrehen muss, oder? Ja. Weil so kommst du ja nicht runter. Wie drehst du das um? Ach, hier. Okay. Soll ich mal da reingehen in den Strudel? Kommst du da rein? Das Problem ist, ich kann von da das Portal, glaube ich, nicht mehr schießen. Nee, ich glaube, du musst mich da rein dingsen. Nee. Ja, aber dann kommst du da ja, dann kriegst... Das geht ja nicht. Nee, warte mal. Ich kann doch hier runterspringen. Was? Da und da. Dann müsste ich doch da drin landen, oder nicht? Da. Und da. Und da. Dann kann ich da reinspringen und du musst das dann umdrehen, wenn ich da unten bin. Okay. Also, keine Ahnung, aber... Oder? Weil du musst ja die Dinger... Du kannst ja nicht den Strudel hier haben, du musst ja das andere haben. Ach du Scheiße. Umdrehen? Nein, es war zu früh. Nochmal runter. Ah, ich hab den Würfel doch. Scheiße. Okay. Ich hab ihn. Okay. Alter, ey. Okay. Muss ich nur mit dem Würfel. Okay. Achso, jetzt kann ich die Turrets damit schrotten. Oder? Hab ich dich gerade geschrottet? Ja. Okay. Nee, warte. Wo bist du? Da ist doch noch ein Laser. Achso, da wolltest du hin, ne? Okay. Ich glaube, da müssen wir später erst hin. Wird witzig.